So. Bin auf dem Weg. Oh. Hin. Oh, endlich hier raus. Warum bist du auf einmal über fast 200 Meter weg von mir, ey? Ich dachte, ich bin später dran als du. Und ich gebe dir einen Tipp, fahr mich nicht um. So. Hier, bitte eure Treibstoffleitung. Danke! Und jetzt bereite deinen schwachen Verstand auf etwas Großes vor. Du wirst gleich in unseren Plan eingeweiht. Und ja, dein Hirn wird explodieren. Okay, okay. Schieß schon los. Halt dich bereit. Für etwas Großartiges. Wir haben einen Raketenwagen gebaut. Eine Lokorakete. Ein Turbozug. Ein Jetschienenfahrzeug. Wir haben drei Sitze. Wir werden die Barrikade im Tunnel durchbrechen. Hinüber zur anderen Seite. Und du begleitest uns. Ihr wollt einen Zug als Rambock nutzen, während ihr drin sitzt? Ist das euer Ernst? Unser Plan ist fehlerlos. Hab ich dir nicht gesagt, dass ein beschränkter Intellekt nicht in der Lage ist, das zu verstehen, Fatin? Natürlich. Was könnte da auch schiefgehen? Ach, dann sieh dir unsere Werke an, du Affe. Und verzweifle, denn du wirst keine zweite Chance bekommen. Bekommst du nicht. Genau. Ist mir schon klar, weil ihr das sowieso nicht überlebt. Du Mann des schwachen Glaubens. Und schwachen Verstandes. Hier, nimm dieses Hackwerkzeug. Wir brauchen es nicht mehr. Vielleicht findest du ja einige der Kisten, die wir vor dem Absturz abgeworfen hatten. Mit deinem Peilgerät und diesem Ding kannst selbst du sie aufbrechen. In den Kisten findest du einen Beweis unseres Genies und unserer Brillanz, falls du den Inhalt verstehst, was ich bezweifle. Ist dann, Crane. Und vergiss nicht, wenn's regnet, geh rein. Ich geb dir einen Tipp, lauf weg. Bleib hier. Jetzt wird's geil. Ja, das ist aber richtig geil. Und tschüss. Tschüss. Die haben das überlebt? Scheiße. Fatin, Torga, kommen. Lebt ihr noch? Hey. Oh, Jesus. Ruht in Frieden, ihr zwei. Ja. Das war's mit den beiden. Geile Typen, ne? Mhm. Einfach doch nur bekloppt, die beiden. Ja. Aber wir haben jetzt genau zwei Story-Quests. Jo. So, untersuche das seltsame Phänomen. Wollen wir da jetzt erstmal weitermachen, oder? Würde ich sagen, weil das andere, das geht ja noch nicht weiter, außer irgendwelchen Kindern helfen. Gut, dann mal los. Lol. Und guck dir mal an. Lol. Und guck dir mal an, was für ein Platz wir gelandet sind. Sicherheitszone. Mit Tankstellen. Mit ein bisschen Tank. Die kann man immer gut gebrauchen, mal schon mal. Die nehmen wir einfach nebenbei mal mit. Weil wir haben in der letzten Zeit ein paar viel verbraucht und das können wir jetzt mal ein bisschen wieder reinholen. Zombie! Tot.
Hä? So, wollen wir oder hast du noch nicht alles? Ich hab noch nicht alles. Da 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 da. Bei hier schien auch was zu sein. Achso, das war ja dieses komische Plakat. So, jede Menge Benzin schon mal wieder bekommen. Das ist sehr schön. Und Zigaretten. Mehr Alkohol als alles andere. Ist ja auch nicht schlimm. Kann man gut für Müll und sowas gebrauchen. Ich sitze im Auto. Du bist 42 Meter von mir weg. Gut, wenn du dabei bist, dann mache ich mal was, vielleicht mal so. Nebenbei, so. Ich muss ja bei mir gucken, ob ich die... Ja, ich muss tanken. Anpassen. Ja. Hä? Ja, ich warte auf dich. Okay. Also weiter? Ja. Gut. Hey! Oh, da kommt man nicht lang. Au, au. Ja, freu dich. Tschüss. Oh, die ja, piept ist gerade bei mir gepiept, Leute. Ja, tut's bei mir auch. Ja, dann. Oh, ich hier nicht kaputt. Oh, aua, 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 aua. Was? Warum ja, spawnen die Zombies teilweise weg, ey? Nein, gegen Behemoth will ich nicht kämpfen. Das ist die Geschichte! Boing. Ich komm, muss erstmal zu mir kommen. Bist du da? Ja. Okay. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Heilige Scheiße. Jo. So. Wo bist du? Oh Gott. Was hat der Riese den Wagen demoliert? So. Kommst du? Wir können hier ruhig rein, keine Angst. Siehst du, es passiert hier gar nichts. Okay. Wo bist du überhaupt? Da. Brauchst auch nicht angreifen. Okay. Guck, der interessiert uns gar nicht. Wo ist er hin? Geht er einfach. Das hier habe ich schon mal Granaten gefunden. Und das haben sie offensichtlich weggetragen. Was zum Henker ist hier passiert? Jupp. Hey, bist du da? Seltsames Phänomen ist noch untertrieben. Wie meinst du das, Bruder? Ich meine, da stand so ein riesengroßer Rammer im Feld. Er hat mich nicht mehr bemerkt. Und da war auch dieser merkwürdige Dunst, den ihr bei Zeremonien benutzt habt. Das ist eine interessante Entwicklung.
Okay. Gut, das heißt wieder ins Auto. Super. Und ab zu Yassis Farm. Moin. Vor allem, dass wir bereit sein, ne? Ja. Nein, da fahre ich nicht lang. Da stürzt man nur ab. Ich fahre lieber über eine Brücke oder sowas. Wenn ich sowas finde. Ah, da hinten, ja, da ist eine Brücke. Ich weiß ja nicht, ob du lieber abwärts gehst. Ich folge dir. Du traust dir, mir zu folgen? Ja. Ja, zumindest versuchen, oder wie? Ja. Ah, oh, Arschloch, verzieh dich. Aua. Feuer und noch ein paar Zombies dabei platten. Ja, Schnauze, geht weg. Einfach platt fahren, die Viecher. Alles gut gesagt, wenn sie mal zur Seite wegspringen. Na gut, dann. Ob du raufst, du crawlst? Boing. Au. Fuck! Was? Ich fahre aber wie eine besenkte Sau hier. Ich glaube, wir fahren in der falsche Richtung, oder? Nein, nicht ganz. Dein Wagen qualmt zu viel, ich sehe nichts. Meine Güte! Geh weg! Ja, die können auch mal die Klappe halten, Viecher. Boing! Au! Boing! Nein, da kommen wir gar nicht lang, Leute. Schön, dann bleibt da hängen. Wo denn da hinkommen? Fahr mal schneller! Fahr mal schneller! Fahr mal schneller! Schon mal schneller gesehen. Halt die Bubbeln! Ich will zu langsam bin überholen. Ja? Das willst du nicht. Ja, danke! Ernsthaft? Willst du mich gerade verarschen? Irgendwie kommen wir von hier aus nicht dahin. Du kleine dumme Nuss hast mich getötet! Du kleine dumme Nuss hast mich getötet! Ich glaube, es hackt! Ich habe nichts verstanden, was du gelabert hast, weil es stottert nur noch bei dir. Ich hab dich nicht getötet! Doch, hast du! Du hast einen mit dem Gastank platt gefahren. Der ist auf mich gelandet und ist explodiert!
Ja, schön, dass es dich amüsiert. Tut mir leid. Mit tut mir leid ist das nicht getan. Du kleine Pestbeule, ey. Ernsthaft? Oh, ich bin eh gleich wieder tot. Tschüss. Ich bin runtergefallen. ehrlich? Alter! Nee! Also. Ich glaube, es hackt hier, ey. Ich glaube, ich spinne hier, ey. Hatte wohl Spaß gemacht, mich in die Luft zu jagen, oder was? Hä? Wo bin ich denn hier? Tot, hoffentlich. Nein! Doch. Au. Au. Ja. Echt. Ach, wen haben wir denn da? Kommt man hier nicht durch? Nee. Dann sag das doch. Echt. Ja, nee, ey, dein Gehirn ist echt hängen geblieben, ey. Du stotterst, man versteht nichts, wenn du was sagst. Mich würde es nicht wundern, wenn das Mikro durch dein ganzes Gequietsche kaputt gegangen ist. Dein Wagen piept. Ja, lass ihn piepen. Dann reparier das Scheißding mal. Ich verstehe nichts. So, und was wolltest du sagen wegen deinem Wagen? Ich dachte, ich habe ihn erst repariert. Ja, anscheinend wohl nicht. Doch, der geht nur immer so schnell kaputt. Also, du fährst, wundert mich das noch gar nicht. Indem du andere Sachen kaputt machst oder andere Menschen in Luft jagst. Ne? Ich hab gar nichts gemacht. Nein. Nein. So, ich versuche erstmal meinen Wagen wieder zu kriegen. Der ist mitten irgendwo in der Random in der Pampa. Warum auch immer. Warum aber der mitten auf der Brücke ist. Ist das nicht der. Nee, ist doch nicht der Ort, wo du zuletzt gestorben bist.